so, als nächstes sind wir auf ganz was anderes gekommen, weil wir haben immer noch ganz schöne Bauchschmerzen. Diese 7000 D-Mark, das ist ganz schön viel. Dafür, dass wir da gar nichts machen. Ich glaube, eingezahlt 97 oder 98. Ne? Aber auf jeden Fall, nachdem man uns alles weggenommen hat. So, und das ist ziemlich viel. Und wir denken, das habe ich noch nicht gesagt, ne? Das habe ich schon nur zu dir gesagt. Ne? Okay? Wir denken heute, dass man umgearbeitet hat. Oder habe ich es doch schon gesagt? Ist egal, dann sage ich es mal. Ne? Ich weiß es nicht, weil wir unterhalten uns ja natürlich auch immer ein bisschen, was ich sage und so. So, wir denken heute, dass man umgedacht hat. Nachdem ich doch dir bewiesen habe, dass wir ein Vermögen haben, werden wir doch einige Millionen Schulden haben. Und nichts Leichtes als das. Weil jetzt ist doch sowieso raus, warum sollen sie nicht nochmal schön abkassieren? Weil das kommt uns komisch vor. Schauen Sie mal, 7000 D-Mark. Das sah viel aus. Wenn man gar nichts hat. So, und das, dem anderen haben wir da auch noch was. Na, Sie werden es ja bald finden. Das werden wir auch veröffentlichen, nochmal eine Anzeige machen. Also, das passt alles hinten und vorne nicht. Und wir denken heute, dass wir einige Millionen Schulden haben. Dass man das einfach geändert hat. Und weil Schufa und alle überall schön zusammenarbeiten, auch zusammen mit diesen korrupten Beamten überall. Und weil es 2010 auf Anweisung von Merkel und allen anderen Politikern hier auch in Hessen von Koch und von der Roth hier, der Bürgermeisterin, der Ex-Bürgermeisterin von Frankfurt, die Anweisung kam, gab es überall Aktenvernichtung. Vom BND über Staatsschutz, über BKA, über Polizei hier und so und alles. Ja, das ist sehr traurig, wie man uns hier weiter Beine stellt und wie man uns nicht zum Zug kommen lässt. Ja, das vermuten wir ganz stark, dass wir jetzt doch Millionen Schulden haben. Kein Problem, wenn die Schufa mitmacht. So, und ich möchte auch nochmal Justiz und Polizei auffordern. Oder auch Schufa. Ich möchte eindeutig meine Gläubiger angemeldet. Und ich will wissen, was ich da für Schulden habe. Angebliche Schulden. Und ich möchte es nochmal eindeutig sagen, Nadine sagt es auch nochmal, wegen Wahrheitsgehalt. Also, wir haben nirgendwo Schulden. Absolut nicht. Das ist eine bodenlose Frechheit. Dieser Staat schuldet uns so viel, dass die BRD sofort pleite machen würde. Sie ist ja sowieso schon pleite. Also selbst die BRD würde diese Schulden nicht zurückzahlen können. Ganz zu schweigen von Mecklenburg-Vorpommern oder die Russen. Die Russen, die würden pleite machen. Oder die Chinesen. Alle drei zusammen würden einfach nur pleite machen. So gewaltig ist das und so viel ist das. Ja, Sie werden sich sagen, warum haben wir nicht über uns? Doch, wir haben über uns. Erstmal müssen Sie erkannt haben, dass wir gar nicht diese Menschen sind. Und zweitens müssen Sie erkannt haben, dass uns das andere viel, viel wichtiger war. Es war viel, viel wichtiger, dass die internationalen Sicherheitsdienste begreifen, was hier gelaufen ist. So, und dazu möchte ich auch nochmal was sagen. Und zwar, das muss halt wieder nächstes Thema, ne? So, fiel uns noch was ein zu den Schulden. Martin, lass mal überlegen. Ja, und zwar von Ingrid. Ingrid kam immer an und hat immer gesagt, sie hat sich übernommen. Und dann haben wir immer die Rechnung bezahlt. So, und jetzt haben wir noch viele Rechnungen gefunden von Ingrid. Und dann sogar welche in unser Postfach. Also hat Ingrid sich, Entschuldigung, ich kann das im Moment nicht ausdrücken. Ja, Ingrid hat einfach unser Postfach benutzt, in Deko, ja, als wenn sie da wohnt. Nee, in Teutenwinkel hatten wir es, ne? So, und das kam dann, auf Ingrids Namen über unser Postfach haben wir Briefe gefunden. Ja, die Idioten, die können nur das Wichtigste wegnehmen, also Land, Immobilien und so. Was nun mit Ingrid uns gelaufen ist, das wussten sie nicht mehr, wie sie das 2002 aussortieren mussten, wie sie uns aus der Wohnung geschmissen haben. So, und alles andere kam sowieso aus unseren anderen Wohnungen nach. Jetzt ist ja auch alles klar. So, und da kam dann immer, und dann haben wir das immer für Ingrid bezahlt. Und dann habe ich gesagt, Mutti, ja, ich dachte jetzt immer noch, ich sage, Mutti, hör doch auf, immer einfach sinnlos was zu kaufen. Hör doch einfach auf damit. So, und ich dachte jedenfalls auch, die DDR-Bürger werden also diese kaufen. Nein, Ingrid hat gekauft und Ingrid hat einfach weitergegeben.
und habe da irgendwie Bestellungen aufgegeben. Lass mal deine beiden Zettel bezahlen. Bestellen wir mal. Ja, ich habe mir nicht angeguckt, was sie da gekauft haben. So sind wir nicht, Herr Nade. Das ist ja das Schlimme. Ich habe mir auch nie ihre Konten angeguckt und so. Immer gesagt, es ist ihr, das andere ist unser. Das sind riesige Fehler, da muss man aufpassen. Besonders auch in der Verwandtschaft, würde ich immer jungen Leuten sagen. Passen Sie mal auf, das ist kein falsches Dings hier, weil Oma hat mir auch immer gesagt, Jörgen, komm mal her, hilf mir mal mit meinen Sparkassenbüchern mal ein bisschen angucken, alles und so. So, und ich kam mir total doof vor, weil mir war immer so hier, als wenn ich hier auf ihr Geld laue oder so. Da kann das mal einer verstehen, ne? Weil Omi hatte dann so ein, ja, der ist schon uralt gewesen, so ein Koffer aus, ist jetzt verboten, aus Krokodilleder. So ein kleinen Koffer, eher so Kinderkoffergröße, total voll Sparkassenbücher und voll Bankbücher und so. Alles voll, alles nur diese kleinen Bücher. So, und ja, und ich habe gesagt, Omi sagt, mach das selbst. Und sie hat sich nicht getraut, mir das eindeutig zu sagen. Sie wusste ja, dass die Wohnung abgehört wurde. Und sie hat mir das bestimmt schon alles mal erklärt. Und dann hat sie gemerkt, ich weiß davon nichts. Also wusste Omi genau, dass mir gelöscht wurde. Also wollte so, dass ich mir das ein bisschen angucke, was wir für Geld haben. Ich dachte wirklich, sie hat nur 23 Hektar, also einen kleinen Bauernhof. So, und dann habe ich ja mitbekommen, dass wir vier so eine Bauernhöfe hatten. In Neufienstorf, da haben sie ja nicht aufgepasst, da habe ich ja Versicherungspolicen gefunden und so. Und deshalb sage ich mal jungen Leuten, das ist nicht so. Wenn ihre Eltern oder Großeltern und so sie bitten, dass sich das mal alles ein bisschen angucken oder auch den Schmuck und so oder wenn sie ihnen was über Land erzählen und so, dann haben sie bestimmt keine Angst, dass sie irgendwie begaunern wollen oder so. Dann würden sie ins Vertrauen ziehen, damit sie Bescheid wissen, was los ist. Weil man kann leider noch nicht mal der eigenen Verwandtschaft trauen. Aber sowieso nicht. Möchte ich auch mal jungen Leuten sagen, das ist ein Riesenfehler gewesen von mir. Und genauso wurde Omi immer, dass ich ihre Tagebücher lese und ihre Kalender. Ja, heute weiß ich warum, weil da stand natürlich alles drin. Und dann hat man, das habe ich auch schon mal gesagt, dann hat man die Kalender ausgetauscht. Dann kam irgendwie ran, hier sind nur Omas Kalender. Und dann haben sie Oma reinschreiben lassen, so jede Woche einmal, ja, heute schien wieder die Sonne und so, oder. Und also ein Unsinn, dann stand immer, ja, Jörg war da, aber Jörg ging gleich wieder da und dahin. So, dass ich dann denken soll, ach, ich habe meine Oma auf den Stich gelassen und so. Und bin da und da hingegangen. Was man denn ja auch bereut, also. Bleiben Sie ruhig mal bei Ihren Eltern und bei Ihren Urgroßeltern, das ist viel wichtiger. Und heute weiß ich auch, dass diese Trottel mich immer gezwungen haben, dass ich dann immer dahin musste und dahin musste. Das haben sie dann auch noch gemacht und mehr stand nicht drin. So, und dann haben sie natürlich aufgepasst, dass mir nicht mehr einfiel, dass Oma von hinten bis vorne alles beschrieben hat. Und heute weiß ich auch warum, weil sie merken ja, wie viel ich rede, wie viel wir schreiben, weil Oma was mitteilen möchte. Und leider haben die Idioten das Ganze gar vernichtet, das fehlt ihnen heute. Das hätten sie noch so gerne gewusst. Ja. Aber schnell, schnell weg, damit ihnen nichts passieren kann. Aber leider weiß ich das auch nicht. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie sowas dürfen, dass Sie denn da auch reinlesen und dass Sie sich das schön merken. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn so sichert man sich auch ab vor dem Staat und vor korrupten Beamten. Als Familie. Und nur als Familie schafft man was. Und wenn man nur zwei Mann ist, ist es schlimm. Wenn man zwei Mann ist, ist es nicht toll. Dann muss man immer gute Freunde haben, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und die guten Freunde, sowas findet man nicht im Kaufhaus. Die sind wirklich selten. Ja, habe ich erstmal genug dazu gesagt, ne?